Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Daggerfall Unity. Ich habe mal ein bisschen jetzt ausprobiert mit Controller die Steuerung, so ein bisschen rumzubasteln, auszuprobieren, irgendwie, ich weiß, hä? Okay. Das war jetzt ein bisschen komisch, dass wir jetzt hier hochgespawnt sind. Climbing Mode, okay. Ja, wir werden diese Folge mal ein bisschen hier mit Controller ausprobieren. Ich hoffe, das wird funktionieren. Wir wollten jetzt aber auch mal schauen. Nee, das ist falsch. Nee, wo habe ich nochmal die Map? Hier habe ich die Map. So. Kann ich irgendwie jetzt zoomen? Nee, das schon doch richtig hier hin. Aber wie zoome ich jetzt? Wie Controllersteuerung ist noch nicht so einfach, sagen wir mal so. Was war jetzt eigentlich unsere Quest? Nein, das wollte ich jetzt nicht. Hä? Entschuldigung. So. Ich muss jetzt erstmal mit der Controllersteuerung klarkommen, die ich hier fabriziert habe. Nein, das war's falsch. Wo habe ich jetzt Questlog? Was hier? Genau. Muss ich dann wahrscheinlich so machen zum Zoomen, zum Scrollen. So. I met with Lady Brisiana in the tavern room. She told me that the three major powers of the Iliac Bay are Daggerfall, Wayrest and Sentinel. If I am to investigate the mystery of Lysandos' ghost, I should start by speaking with the royal families of these fiefdoms. So, das heißt, wir müssen eigentlich in Richtung Westen. Und ist das jetzt abends oder morgens? Abends. Aber trotzdem. Ah, mit der Taste habe ich. Okay. Ah, ich feiere das mittlerweile mit Controller. Aber wir testen das jetzt erst einmal nur. Vielleicht wechsle ich hier bei Daggerfall nochmal zurück auf Maus und Tastatur, aber ich wollte jetzt erstmal wirklich mit Controller ausprobieren. Wie ich die Steuerung hier gemacht habe, musste ich ja selber einstellen. Aber ich habe bisher noch keine Ahnung, was ich da gemacht habe. So. Ah, ich kann so sprinten. Okay, nice. Aber vielleicht sollten wir hier noch mal ein bisschen warten. Ah, hier muss ich noch selber per Tastatur. Okay. Da sind jetzt Feinde da. Okay, wo sind sie? Yo. Boah. Aua. Komm! Ah, nice. Das war ein Centaur. Okay, was hat er da? Gold Pieces nehmen wir mit. Red Poppy. Steel Mace, das können wir verkaufen. Helm können wir verkaufen. Das können wir verkaufen. Nehmen wir erstmal alles mit. Alter, der Himmel brennt. Der Himmel brennt. Wir wollen Richtung Westen eigentlich. Dann nochmal so schauen. Nee, hier die Map wollten wir schauen. Wo müssten wir hin? I am at. Da sind wir. Das heißt, wir müssten erst einmal hier hin. Bisschen südwestlich. Dann kommen wir wieder in das nächste Gebiet.
Ja, aber ich finde die Steuerung so ein bisschen besser. Beziehungsweise vielleicht pennen wir doch nochmal für eine Weile, nochmal 4 Stunden, versuchen wir es. Ja, nice. Oh, wie schön die Musik jetzt klingt. Oh, finde ich viel, viel schöner jetzt gerade. Aber ich muss jetzt erst einmal so oder so mit der Steuerung klarkommen, jetzt mit dem Controller. Vielleicht. Habt ihr das gehört? War das ein Wolf? Sind hier Wölfe in der Nähe? Ich bin jetzt am Schauen, sind hier Wölfe? Boah, weiß ich nicht, auf jeden Fall. Aber ich finde das jetzt auch nicer. Deutlich nicer auf jeden Fall. Welchen Tag haben wir überhaupt? Wir haben Morningstar. Morgenstern. Ist das eigentlich offiziell dann Winter oder ist hier in Daggerfall immer Schnee in diesem Bereich? Das weiß ich nämlich jetzt nicht. Wir könnten ja jetzt eigentlich auch die Zeit einfach abwarten und dann schauen, was passiert. Aber jetzt wollte ich erstmal so oder so mit der Controller-Steuerung erstmal zurechtkommen und schauen, wie wir bis nach Daggerfall selber laufen. Wenn das wirklich viel zu lange braucht und das dann einfach nur Folgen sind, wo ich nur so Stunde oder 2 Stunden durchgehend am Laufen bin, dann werde ich wieder auf die Schnellreisefunktion gehen und so weiter, weil niemand will sich das hier wahrscheinlich geben wollen, wo ich 2, 3 Stunden durchgehend nur in eine Richtung laufe. Gehe ich von aus, dass niemand sich das geben will. Und dann machen wir das so, dass ich dann wieder auf Schnellreise mache und dann einfach ja, dass ich dann ein bisschen mehr was auch zu reden habe. Jetzt ist es erstmal wirklich, ich muss mir schon Gedanken machen, was ich sagen kann, worüber ich erzählen kann. Und ist oft nicht einfach, wenn man einfach irgendwie Gesprächsthemen aus dem Nichts aus der Luft greifen soll. Boah, es dauert aber auch ewig. Hä? Habe ich keine Map mehr? Achso. Ah, noch ein bisschen Richtung Süden auch. Okay. Dann kommen wir im nächsten Ort an. Aber ich habe vor, ab heute tatsächlich etwas längere Folgen zu machen. Dass es irgendwo zwischen halbe und eine Stunde dann ist. Und nicht mehr wie gewöhnlich üblich so zwischen 20 und 30 Minuten. So. In den meisten Fällen habt ihr eh immer so 30 bis 40. Obwohl es eigentlich 20 bis 30 sein sollten. Aber solange ich erstmal hier diese Wege manuell laufe, statt per Schnellreise, mache ich erst einmal auch noch ein bisschen längere Folgen. Weil ich finde, das wäre auch schade für euch, wenn ich jetzt nur von einem Ort zum nächsten laufe, das da 30 Minuten dauert und nichts ist passiert oder so. Nichts Neues über Story erfahren oder sowas. Dann lieber mache ich längere Folgen, dann hat man ein bisschen was zum Sehen vom Spiel. Aber jetzt fragen wir wirklich, wo ist denn hier das nächste Ort? Ne, jetzt ernsthaft. Wie weit sind wir? Ah, jetzt genau Richtung Westen halten, okay. Tschüss. Okay. Was ist jetzt mit mir? Ist es vorbei? Ich habe jetzt echt nicht erwartet, dass wir hier jetzt schon außer Map fallen.
Ja, dann würde ich sagen, bleibt uns nichts anderes über, als den Spielstand nochmal zu laden. Okay, dann. Scheiße. Sind wir aus der Map gefallen. Okay, dann machen wir das halt anders. Dann machen wir das so, dass wir nach Daggerfall schnell reisen. So. Und ja. Genau. Wir beginnen jetzt. So, dann sind wir jetzt wieder hier. Das mit dem Laufen funktioniert wohl nicht so, wie ich das erhofft habe. Okay, wer hätte jetzt ahnen können, so, dass man hier einfach aus der Map fällt, wenn man in eine Richtung läuft. Wo war denn jetzt hier das Palast? Ne, jetzt also, wo war denn der Palast hier in Daggerfall? War schon das hier, das Palast? Okay, dann gehen wir mal erstmal Richtung Osten. Ich hoffe, das ist wirklich der Palast vom Königshaus. Wie ist mein Ruf hier? Undependable. Immer noch. Habe ich schon fast vergessen, dass wir hier verrufen sind, weil wir in der Stadt mitten auf der Straße gechillt haben. Ist auch eine schwere Straftat, wirklich. Also, chillt niemals irgendwo in der Stadt. Ah. Das war aber auch irgendwie. Egal. Fällt mir nichts eigentlich ein dazu. So, wie weit noch? Brauchen wir noch ein bisschen, dann rennen wir mal. Ach nee, der Loot vom Zentaurer ist weg. Fällt mir jetzt ein. Weil wir laden mussten. Ach nö. Egal. Dann ist es halt so. Dann ist es halt so. So. Palast sind wir da. Und schauen wir mal, ob wir da quatschen können. Lädt. Ah. So, dann hier jetzt. Sind wir mit einverstanden. So, und dann quatschen wir jetzt mal. Kann ich quatschen? Wie quatsch ich? Wie quatschig? So nicht. Muss ich schon mit. Okay, mit der kann ich gar nicht quatschen. Mit ihm vielleicht? Ah! Okay, so. Was sagt denn die Quest? Nein? War doch hier, genau. Log. I'm on a mission from the Emperor to investigate the shade of King Lysandros. His spirit has been haunting the city of Daggerfall. The Emperor himself has charged me with the duty of laying his ghost to rest. There's also the minor matter of a letter he sent to the Queen of Daggerfall. If I should find out what happened to the letter, he would be most appreciated. Bevor Landing in der. Ja, das kennen wir. So, hier runter.
I met with Lady Brisiana in a tavern room. She told me that the three major powers of the Iliac Bay are Daggerfall, Rayrest, and Sentinel. If I am to investigate the mystery of Lysandre's ghost, I should start by speaking with the royal families of these fiefdoms. Aber er ist eine Royal, hier King Godfred. Had any good or orc jokes lately? My cousin told me what a good job you did. Ah, okay. Aber ich verstehe es gerade nicht, was ich jetzt machen muss. You see a battle mage. Okay, das ist ein Battle Mage. Was mit dem? MOBA, hello! Okay. Wer ist das? Knight. Ja, aber ich raffe gerade gar nicht, was ich machen muss. Ich glaube, ich bin wirklich ein bisschen zu dumm dafür. Dann würde ich sagen. Nein. Drücke ich wieder das falsche. Nein, hier auch falsch. So, Wayrest. Genau, hier haben wir Wayrest. Dann Find. Wayrest. Dann reisen wir da einfach mal. Da haben wir Wayrest. Die Hauptstadt wahrscheinlich. 605 Gold wird das kosten? Nee. Ganz sicher nicht. Ganz sicher nicht. 605 Gold. Ich glaube, es hackt. Das ist ja mehr als die Hälfte von dem, was ich besitze. 600 Gold. Dann fragen wir mal den. Vielleicht hat der irgendwie Arbeit. Stimmt, wir hätten im Haus hier, im Palast fragen können nach Arbeit, aber es ist ja jetzt 10 Uhr, okay, 10.26 Uhr, aber noch dunkel. Okay, dann können wir da vielleicht doch nochmal rein und nach Arbeit fragen. Und dann schauen wir mal. Aber warum können wir mit deinen Königin eigentlich nicht nochmal reden? So, hier nochmal Yes. So, hier. My cousin Bedina Kapperhaus has appealed to me for aid in a rather distasteful situation. It appears that there is a temple of some variety being consecrated. If that's the proper phrase for these disgusting orcish activities, well, obviously we need to crush it while it's budding. I am willing to go as high as 359 gold. Can I count on your help, Max? Natürlich, bitte. Thank you in advance for this, Max. What I think would be the best use of your abilities is to infiltrate ruins of the Morhard farmstead and eliminate the so-called shaman of the temple. If we can kill it before our assault in 38 days, that would make our job much easier. When the deed is done, report to my cousin's palace in Chesterwalk. He is the one who's going to pay you for all this. Ruins of the Morhard Farmstead? Okay. Dann wissen wir jetzt, wo wir hin müssen. Muss gleich aber nochmal schauen, wie man das aufschreibt. So, nein. Hier genau, Lock. So. Runes of the Morhard Farmstead. Hier, Find. Runes of the Morhard Farmstead.
Ist das so? Habe ich mir richtig aufgeschrieben gemerkt? Mohart Farmstead. Okay, egal. Wir reisen da jetzt hin. 30 Gold, das geht ja noch. So, was sagt denn die Uhr jetzt? Jetzt ist 17.07 Uhr. Dann würde ich sagen, hier machen wir nochmal ein Safe Game. Auf die schöne 2. Dann schauen wir mal, wie wir da reinkommen. Wo der Eingang ist. Ist das der Eingang? Scheint der Eingang zu sein, aber das sieht auch sehr interessant aus. Das will ich mir auch mal hier ansehen. Ich hoffe, ich falle nicht wieder durch die Map. Das war schon nämlich interessant. Können wir das da looten? Wohl eher nicht. Interessante Musik auch gerade. Vor allem wirklich, der Himmel brennt. Der Himmel brennt hier einfach. So. Jetzt sind wir hier drinnen. Und direkt hier ist nochmal ein Eingang. Autsch. Okay, den Bär haben wir gekillt. Ich habe jetzt echt nicht erwartet, dass hier ein Bär kommt. Und was kommt denn da? Aua. Autsch. Digga, der tötet mich schon fast. Komm. Okay, Ork ist tot. Der hat hier zumindest ein bisschen was Schönes. Was ist das? Iron Boots. Können wir alles verkaufen. Und jetzt müssen wir hier tatsächlich... Ach nö, kann ich hier jetzt erstmal nicht pennen? Warum kann ich hier nicht pennen? Autsch. Komm. Okay. Haben wir halt nicht geschafft. Dann müssen wir den Spielstand nochmal laden. So. Dann gehen wir vielleicht mal diese Richtung. Vielleicht geduckt. Warum sind hier so viele Bären? Noch ein Bär ist gestorben. Warum sterben hier Bären? Hier ist einer gestorben. Weil hier jede Menge Ork-Krieger sind, okay. Dann schleichen wir uns hier mal ein bisschen durch. In der Hoffnung, nicht erwischt zu werden. Oder gesehen zu werden. Was ist das? Ein Tiger, der mich schon gesehen hat. Autsch. Wieso kann ich den jetzt nicht killen? Hallo? Irgendwer kämpft hier auch noch. Giant Bat just died. Okay. Vielleicht sollten wir hier mal kurz irgendwie rasten. Kann ich nicht. Weil hier Ratten sind. Irgendwo. Oder Fledermäuse. Vielleicht kann ich hier rasten. So. Ach nö, komm. So. Ah, hier. Until fully healed. Nice. Dann machen wir hier nochmal ein Safe Game. So. Auf die 3. Definitiv. Autsch.
So, die Ratte haben wir erledigt. Ah, hier, die Steuerung ist echt super. Ah? Ich weiß jetzt nur nicht, wie ich mit Controller das anders steuere. Ist nicht so einfach. Ich wollte... Warte mal, das müssen wir noch mal anders machen. Muss ich vielleicht einmal so... Hier ist aber keine Geheimtür zu sehen. Okay. Dann gehen wir erstmal so. Am besten geduckt. Weil dann sind wir leiser. In der Hoffnung. Ich hoffe wirklich, wir sind dann leiser und man hört uns schlechter. Und sieht uns auch schlechter. Die Hoffnung besteht ja immer noch. Autsch. Wieso treffe ich den nicht? Autsch. Okay, jetzt haben wir den. Und der hat nichts. Ich finde aber tatsächlich, Bären sind einfacher. Schnell weg. Ich hoffe, der findet mich nicht mehr. Ich hoffe, der findet mich nicht mehr, wirklich. Und so, nochmal schauen. Da war... Konnte man ganz kurz irgendwie durchgucken. Oh, komm, egal. Autsch. Ja. Warum bin ich so schwach? Nee, jetzt ernsthaft, warum bin ich so schwach? Oh, Alter, jetzt hat der mich erschrocken. So, hier gab's aber auch nichts. Warte mal. Ist hier vielleicht irgendwie eine geheime Tür? Irgendwie, irgendwo? Hätte sein können, dass da einer ist. Dann, ich würde sagen, vielleicht einen anderen Weg gehen, gucken. Boah, ist das aber schrecklich hier. Und ganz ehrlich, warum sind wir wirklich hier so schwach? Das sieht nach einer Tür aus. Boah. Schreck mich nicht. Schöne Statue. Wirklich sehr detailliert. Oh, was ist das denn? Alter, nein. Alter, schnell weg. Boah. Ah, die können auch runterfallen. Okay, und kommt er noch hoch, oder? Yeah. Uiuiui. Die sollen bitte unten bleiben, ja? Alter. Da unten ist ja auch noch was. Komm, sollen die beiden gegeneinander kämpfen. Oh. Save versus Spellmate, was? Okay, aber die beiden kämpfen da. Spider just died.
Wo ist er aufgegangen? Wo ist die Tür aufgegangen? Ich hoffe, da kommt nicht noch eine Spinne. Ich würde sagen, hier Safe Game machen, definitiv. Spinne ist tot. Machen wir nochmal hier. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob ich gegen diese Spinne überlebt hätte. This lock has nothing free from you. Okay. Komm. Okay. So, davon haben wir aber auch noch eine Tür. Und da hinten auch noch eine. Okay, von hier kam wahrscheinlich das Skelett. Hier ist nichts, nicht einmal eine geheime Tür. Ist hier vielleicht eine geheime Tür irgendwo zu sehen? Versteckt irgendwie, weiß ich nicht. Ich habe aber auch keine Ahnung, ob ich gegen ein Skelett hier ankommen würde. Da unten scheint aber einiges zu sein. Ja, was schreit der so? Ui! Autsch! Yeah. Jetzt einmal leise. Bitte. Wie viel hält der aus? Das war's. Wir gehen gleich drauf. Nein! Nein! Ich sehe gar nichts. Ich weiß jetzt nicht, wie ich hochschwimme. Ich weiß nicht, wie ich auftauche. Ich habe keine Ahnung gerade. Ich bin hier unter Wasser. Ah. Okay. Der ist aber auch unten. Wir gehen mal hier hin und ich hoffe, ich kann hier. Ach ne, das heißt, ich muss den erledigen. Oder ich gehe hier rein. Türe zu. So. Funktioniert auch nicht. Weil der da im Weg ist. Nein, nicht klettern. Nein! Boah. Hier gibt es auch irgendwie keine Möglichkeit, irgendwie weiterzukommen. Was ist denn hier? Oder hier? Das ist super. Alter, was ein Irrgarten hier. Das heißt aber, wir müssen erstmal wieder zurück. Von wo kamen wir? Wir hatten hier doch irgendwo eine Stelle gehabt, wo wir. Oder können wir hier? Hier. Until fully healed. Ach nö. Ein Scheißbär. So. Hier wird es funktionieren. Wer ist da? Toll. Autsch. Komm. Nein. Oh. Ich hasse es gerade. Ich hasse es gerade wirklich. Aber hier kommen wir nirgendwo weiter, wo wir jetzt gerade sind. Das heißt, wir müssen jetzt an dem Skelett hier eben kurz vorbei, hier durch diese Tür. Wir machen es für ihn einmal kurz schön zu. Und nein, das wollte ich jetzt nicht. Ich wollte jetzt hier mal so schauen. Durch diese Tür hier waren wir noch gar nicht. Hier ist eine Tür.
Hier ist eine Tür. Und ein scheiß Tiger. Ein Säbelzahntiger. Wow. Dann gehen wir hier hoch. Hier oben waren wir, glaube ich, noch nicht. Nur um so einen Schaman zu finden. Unglaublich. Doch, von hier kamen wir. Gehen wir mal hier rum. So, und dann schauen wir noch mal hier auf der Map, ob wir irgendwas übersehen haben. Hier will ich nicht noch einmal hin, vor allem wegen der Spinne. Wenn man so ein bisschen Arachnophobie hat, dann, dann ist es schon schrecklich, gegen die zu kämpfen. Ich habe bis jetzt noch keine Ahnung, wo ich hin muss. Außer gegen den Tiger hier. Autsch. Stimmt, hier waren wir auch schon. In einem vorherigen Lauf. Oder? Moment mal. Wir wären hier so oder so hier hingekommen. Okay. Das ist nur halt der andere Weg hierhin. Aber wir können hier wenigstens uns noch mal kurz heilen. So, kurz warten, bis wir geheilt sind. Until full healed. Ja, dankeschön. Ich hoffe, die Gegner spawnen hier nicht noch mal neu dann. So, dann wo müssen wir noch hin? Hier nach rechts. Ich würde sagen, hier vielleicht noch mal kurz ein Safe Game machen, weil wir hier schon wieder ein Stückchen weit überlebt haben. Nein. So. Ah, okay. Wir werden so... Das ist ein echtes Labyrinth hier. Ich glaube, von hier wären wir auch weiter nach oben gekommen. Ich glaube, die treffen sich hier alle. Alle Kreuzungen treffen sich hier. Ja. Jetzt bin ich gespannt, was es hier gibt. Oh, Alter. Der hat mich jetzt echt erschrocken. Wie stark ist denn dieser Bär? Verdammt nochmal. Das war sogar ein Grizzlybär, also nicht wie die anderen. Boah, hat der mich aber erschrocken. So, until fully healed. Nochmal. So. Dann wollen wir hier nochmal weiter. Oder? Nein? Falsche Taste. Ich glaube, hier gab es keine geheime Tür, oder? Nee. Das heißt, wenn wir hier... Ah, geradeaus, das wäre jetzt der Ausgang. Okay. Das heißt, wir müssen hier wieder zurück und dann hier nach oben. Ansonsten kommen wir einfach nur wieder zum Ausgang an. Och, nö. Autsch.
schnell weg. Ach ne. Und der killt uns. Okay, dann laden wir hier nochmal. So, was? Nein? Was haben wir gesagt gehabt? Welchen Weg? Genau, hier rum und dann nach oben. So. Ist hier vielleicht eine geheime Tür? Jetzt fühle ich mich echt verarscht. Bringt mir gar nichts, hier zu sein, wirklich. Wen muss ich wirklich jetzt erledigen? Oder ist dieser eine Ork-Krieger da, diejenige, die ich zu erledigen habe? Das will ich jetzt nochmal nachgucken. So. For the Shaman's death. Slay an Orc Shaman. Das ist der einzige Orc, den wir hier bisher gesehen haben. Kann es sein, dass wir den zu erledigen haben? Und wir einfach zu schwach dafür sind. So, hier vielleicht nochmal ein Safe Game. Auf die 3. Denn ich glaube wirklich, wir müssen den erledigen. Wo ist denn der? Hier ist er nicht. Komm her. Ach ne, kommen auch beide gleichzeitig hier gegen mich an. Autsch. Komm. Komm. Ich glaube, wir müssen wirklich schon den da. Okay, das war nur ein ganz normaler Ork. Trotzdem machen wir hier jetzt auch nochmal ein Safe Game, weil wir ihn erledigt haben. Wir haben es geschafft gegen den. Ui! Gold und eine neue Hose. Nice. So, was haben wir denn hier? Ne, jetzt ernsthaft, wo geht... Hä? Boah, erschreck mich nicht. So, hier auch nochmal ein Safe Game. Ich glaube, ich mache jetzt nach jedem Gegner ein Safe Game. Weil wir aktuell noch nicht stark genug sind, sage ich jetzt mal so, mache ich nach jedem Gegner erstmal eins. Oh. Autsch. So. Komm. Komm. Komm schon. Was haben wir da? Nochmal Geld und Dedraherz. Nice. Hier. Ihr wisst, Leute. Safe Game. Ja. Dedraherz brauchen. Da kommt er schon. Natürlich. Komm. Hallo.
können wir hier jetzt erstmal abwarten, bis wir wieder heile sind, ohne dass wir angegriffen werden? So. Wir bleiben erstmal hier oben. Und gehen hier runter. So. Alter, geht das hier weit runter. Gibt's hier irgendwas? Ne, hier gibt's nichts. Okay. Schade. Hallo? Wieso treffe ich den nicht? So, haben wir den. Alter, ist das ein Labyrinth? Nee? Jau, na klar. Sicher doch. Alter. Wie riesig ist denn die? Nee. Ja, okay, wir suchen uns dann erstmal etwas, wo wir uns verstecken können und dann machen wir einen Plan. Nachdem wir uns nochmal geheilt haben. Das ist kein Raum, wo wir uns verstecken sollten. Hier hatten wir doch irgendwo einen Raum gehabt zum Verstecken. Können wir das da looten? Yo. Goldpiecen und Reversible Tunic? Ne? Equip? Oh? Gefällt mir besser. So ein rotes Ding. Dann können wir... Nein. So. Nice. Und dann würde ich sagen, hier machen wir noch einmal ein Save Game. Auf die 3. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.